Kutan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kutan Immobilien. Mit einem großen Jubiläumsprogramm sorgt das Unterwegstheater Heidelberg bei der 10. Ausgabe des Artort Festivals unter dem Titel Um die Ecke an den kommenden beiden Wochenenden für spektakuläre Tanzunterhaltung. Bei dem in zwei Teilen stattfindenden Artort Festival präsentieren rund 50 internationale Tanzkünstler und Choreografen ihre einzigartigen Performances. Spielorte sind die Heidelberger Hebelhalle und mehrere Locations in der Heidelberger Bahn bzw. Weststadt. Der erste Teil von Artort läuft vom 16. bis 19. Juli. Der zweite Teil mit weiteren hochkarätigen Auftritten aus der Welt des Tanzes läuft dann am darauffolgenden Wochenende vom 23. bis 26. Juli. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr an der Hebelhalle. Die Premiere des ersten Teils fand am 16. Juli statt und sorgte für einen beeindruckenden Einstand zum diesjährigen Artort 015. In diesem Jahr zeigen wir nochmal spanischen Tanz, preisgekrönte Arbeiten, darunter Sharon Friedmann, Laura Aris, La Intrusa, Hurrikan und viele weitere andere. Wir haben zwei Programme diesmal, zweimal vier Tage. Der erste ist heute erfolgreich über die Bühne gegangen. Und nicht nur Tanz, sondern wir gehen auch in die Bahnstadt, an den Langenanger, an die Skylabs und das Ganze endet dann am ehemaligen Postbahnhof. Die Zuschauer sehen von der Montpellier-Brücke aus eine wunderbare Videoinstallation. Neben den zahlreichen Tanzdarbietungen ist das abendfüllende Programm gespickt mit musikalischer Untermalung und audiovisuellen Licht- und Videoinstallationen, die für eine kurzweilige und abwechslungsreiche Mischung sorgen. Auf dem Weg durch die Bahnstadt können auch alteingesessene Heidelberger die in das Programm involvierten Stadtteile einmal ganz neu erleben. Ich meine, Artort ist eine wunderbare Weise, die eigene Stadt neu zu entdecken. Ich selbst komme mir da immer vor wie ein kleiner Junge, der eben so peu à peu die Stadt entdeckt. Mir geht es sogar so, obwohl ich ja Heidelberger bin, seit Kindergartentagen hier, Weststadt, Kirchheim und wieder Weststadt, Altstadt gelebt habe. Es gibt viele Orte, die glaubt man zu kennen. Wenn man aber genau hinguckt, sieht man sie neu und anders. Und das ist das Interessante mit den Mitteln der Kunst. Karten und weitere Infos gibt es im Internet unter art-ort.net sowie an der Abendkasse.